Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ich habe hier drüben die Bäume weggeholzt. Dreimal dürft ihr raten, wieso. Es ist nicht, weil ich hier das bauen will. Es ist nicht, weil ich einfach Lust darauf dazu hatte oder einfach Holz brauchte, sondern ich will dort die Obstbäume hin tun, weil es irgendwie schön passt. Und deshalb holen wir die Beeren raus, aber zuerst müssen wir hier mal nicht die Schwarzzeichen, die Dschungelsetzlinge? Haben wir keine. Dann können wir gar nicht Früchte anpflanzen, die nur mit den Dschungelsetzlingen geht. Müssen wir da mal versuchen. Die Früchte haben wir dort drüben. Hier habe ich übrigens die Waffen, die ich schon benutzt habe und nicht mehr brauche, hingetan und Werkzeuge. Und wir müssen jetzt, also Kokosnuss geht hundertprozentig nicht, aber ich probiere es mal. Muskat könnte gehen, Birne geht, das geht, das Gooseberry, Zitrone, ja, wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Kirsche, so ein Apfelbaum kann ich auch machen. So, probieren wir mal. Also Kirsch geht. Gooseberry geht. Birnen geht. Geht nicht. Das geht. Zitrone geht auch nicht. Das sind die Dschungelsachen. Gut. Haben wir schon mal ein paar. So, gehen wir rüber. Und heute gehen wir noch in den Nether, die Ruine erkundschaften. Jetzt haben wir eine Waffe. Machen aber uns eine Rüstung zuerst. So, der Apfelbaum mache ich mal hier. Der Kirschbaum mache ich hier. Könnte ich das noch wegmachen? Damit der Baum auch gut wächst. So, der Gooseberrybaum habe ich hier. Der Birnenbaum hier. Und der Muskatnussbaum hier oben. So. Gut. Da haben wir noch einen Birnenbaum. Haben wir zwei Birnenbaum hier. So. Hat nur zwei Früchte sogar. Naja. Eventuell werde ich den wieder wegholzen. Und vielleicht auch einen neuen dort platzieren. Ja, das sieht aus mit diesen Ranken. Also wir gehen zum Ding. Das war übrigens die Wabe, die ich da gesehen habe. Ich wusste nicht mehr, wo sie genau ist. Sie war nur hier auf der kleinen Insel, Halbinsel. Ja. So. Ja, die Axt kann weg. Genau. So, und dann gehen wir in die Netherfestung. Kurz noch die Axt ausladen. So. Ich mache mal die Biene hier hin. Ah ja, die Eisenrüstung. Sorry. Nachmachen. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Hui. Naja. So. Gut, dann gehen wir. Jo, die Videos kommen wirklich langsam gut an. Dankeschön für die tollen Kommentare. Und ja, die Werbung ist noch ein bisschen zu oft, aber das ist klar, dass man bei jungen Let's Play, also Let's Player, die noch nicht so viele Kommentare und so gerne Werbung macht, aber sie wird nicht angezeigt, weil sie vom Spam-Filter wie sagt man dem, ja, einfach aussortiert werden. Also ja, bringt es eigentlich nichts, Werbung zu machen. Das ist bei YouTube so.
Und ich habe sie auch selber auch nicht so gerne. Da drüben ist sie. Gut, dann gehen wir dorthin. Bekommt man. Doch, ich habe Schaden bekommen. Ich dachte, das wäre so ein Dämpfungsmaterial. Ja, müssen wir drüber uns decken. So ein Mist. Können aber oben durchgehen, hä? Oh, das ist so ein Biom. Ja, toll. Ja, toll. Das ist Asche. Okay, ein bisschen Erde. Die will ich unbedingt am Silk-Touch nehmen. So. Oh. Hey. Das war wahrscheinlich der Block und nicht das Feuer. Das Lava. Oh Mann, das Lava ist in der Hölle so unwillkürlich. Ja. Was ist denn los hier? Ei, ei, ei. Wow, hey, leck nicht mit im Sprung. Das geht mal gar nicht. So. Mann, ey. So ist ein Monster, sieht noch aus. Machen wir ja vielleicht in der Hölle. Noch. Ist ja eine genug große Herausforderung mit den Skorpionen und so. Vor allem den Bienen. So. Mann, oh, wieso ist hier Lava? Könnt wir unten ein, unten durchgeht auch nicht. So. Ja, oh hey. Was ist denn da los? Bekomme ich ja noch einen Herzkasten. Ah ja, gut, dass wir eine gute Spitzhacke haben. Danke! Blödes Feuer. Ich brauche doch Quarz. Vor allem für die Levels. Ja, Lava. In der Hölle. Extrem schnell. Ich bin einfach ultra vorsichtig. Ich will nicht sterben. So, jetzt sind wir bald bei der Ruine. Müssen noch in diese Richtung. Also jederzeit können wir hier der Lava verbrennen. Das ist eklig. Puh, also ich das erste Mal im Nether war überhaupt. Dann kam der Nether hinzu. Das war in der Alpha, glaube ich, noch. Oder in der Beta. Vor allem hatte ich einfach das Problem, dass ich mich nicht zur Lava traute. Nirgends. Ich blieb immer oben. Ich hatte dann mich immer mit Blöcken eigentlich alles zugebaut. Und dann sich so vorgearbeitet. Ja. Aber ich bin ja immer so ein Spieler, der nicht gerne stirbt oder so. Deshalb immer vorsichtig bin, wenn ich das erste Mal irgendwo hinkomme. Wenn ihr dann von Bang the Planet das neue Ding bekommt, da werde ich wahrscheinlich auch vorsichtig sein, weil dort ist es extrem gefährlich. Oh Gott! Diese Liane, diese Safe hat mich einfach weggetrieben. Hi!
Ich habe einfach den Halb verloren. Das gar nicht gesehen. Beziehungsweise schon gesehen, aber nicht geachtet, dass man da runterfällt einfach, wenn man schleicht. Hab gedacht, kann man nicht runterfallen. Gott, oh Gott. Hab ich schon wieder ein Herzkasper bekommen. Ah ja. So, Dele. Dann gehen wir hier hinten durch zur Ruine. Ah, das reicht. So. Jetzt. Gut. Hallo, schwarze Skelette, witte Skelette, wo seid ihr? Ich brauche euch. Ah. Aua. Dann müssen wir das essen. Steaks, gute Steaks. Hier haben wir schon mal die nette Warzen, genau. So, mal kurz markieren. Hier oben war ich. Also noch nicht ganz, aber hier drüben geht's wahrscheinlich nicht mehr weiter. Ja, hier unten ist kein Siegel mehr. So, hier sind irgendwo die die Lohen. Da drüben haben wir noch eine Ruine. Das ist Wasser. Machen wir auch mal zu. Das sind die Gast, das sind das sind Gast. So. Gehen wir mal zu den Lohen. So, jetzt ist das Wasser weg. Das Höllenwasser. Kann man das dann auch wieder setzen? Ich hoffe, es ist nicht nur normales Wasser. Das wäre cool, dann hätten wir Wasser in der Hölle. Aber man könnte es vielleicht brauchen, um Obsidian herzustellen. Also indem man es nicht in den Eimer tut. Ich brauche aber ein paar Lohen. Wir machen kurz eine Falle. Und dann tun wir ein paar Lohenruten. Wow. Du Miststück. Ah, das sind zwei! Das sind zwei. Spiel mit dem Feuer. Haben wir erreicht. Ich kann nicht essen. Ah, ich bin voll. Zwei, drei, vier! Cool. Ja, schön, dass die Videos euch so gefallen. Ich bin natürlich dran, es noch besser zu machen, vor allem die Qualität mit einem neuen Headset und einem Mikrofon, wenn es geht. Aus dem schaue ich noch, dass die Qualität besser wird. Für höhere Auflösung muss ich da noch einen Monitor holen, aber dann kann ich das auch noch anbieten. Kaufe ich gleich einen 4K-Monitor. Und ja. So, das reicht. Jetzt gehen wir wieder. Wir haben ein bisschen wenig Leben. 6. Ja. Können wir ein paar sag schon, Alchemie-Tische machen. Und noch ein paar andere Sachen. Oh, Wyvern-Portalstab. Man kann einen Würfel-Portalstab machen, also ein Portal machen. Adventure Backpack Blaze. Braustand braucht einen, ja. Das ist klar. Einen Endstab können wir noch machen. Die sind, glaube ich, nur so eine Befestigung, also so ein Ding zum überall hin
ploppen, aber zu nichts nütze. Weiß ich gar nicht, ich spiele immer nur 1.17. Ich spiele kein 1.8, ich spiele kein 1.9, ich spiele kein 1.10, ich spiele kein 1.11. Snapshot. Weiß, interessiert mich nicht mehr. Das sind nur die Sachen, die ich gerne in 1.10 hätte mit einem Mod. Und ja, 1.8 habe ich ja als Mod, aber 1.9 und 1.10 gibt es leider noch nicht als Mod. Wäre aber toll. So. Siehst du? Lava. Lava, die nicht fehlt. Ein bisschen Licht. So, zur Sicherheit. Sie könnte ja plötzlich noch fallen. Oder ich könnte sie an. So unbedingt, dass sie die Animation bekommt. Kann ich hier. Ja, das zumachen. Komm schneller weg. Ja, der geht langsam weg. Wenn du so schnell fließt, kannst du auch schnell weggehen. Danke. So, dann schauen wir mal kurz hier um. Hier hat es tote Bäume. Tote Büsche. Ah, das sind Dornen. Okay. Der Geist ist eigentlich weg. Nicht hier. So, dann schauen wir mal hier. Nö. Ah, da waren wir. Die Lava. Müssen wieder zurückgehen. Na, ich renne nicht wegen dem Hunger. Schauen wir mal hier nach oben. Ah, okay. Waren wir hier schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich möchte die Festung danach ein bisschen ausbauen, also so bauen, dass man mehr Chancen hat zu dass die Witter spawnen. Die gehen nirgendwo hin. Okay. Dann wieder zurück. Ja. Wo können wir noch hin? Ja, genau, hier ging es ja nach oben. Wo ging es schon wieder nach oben? Also noch ganz vorher oben. Da vorne, hä? Sonst ist hier nichts mehr. Oder ist es hier drüben gewesen? Es ist so verwirrend. Nein, es ist schon hier, also dieser Weg nach oben gewesen. Also gehen wir nach oben hier. Und ja, das ist doch die falsche. Es ist doch das falsche. Jetzt müssen wir ein bisschen erkunden. Okay, hier war ich zwei Falken. Das ist eine große Ruine. Und eben da drüben gibt es noch eine. Ist da gewesen? Nein, das ist mit den Dornen, hä? Aber jetzt weiß ich ungefähr, wo ich wieder bin. Ja. Ui. Verirrt in der netten Ruine. Also, habe ich gesagt, hier ist das mit dem Ding. Da ist nichts. Muss es eigentlich hier links gewesen sein. Aber nicht hier. So. Schauen wir uns kurz noch hier um. Das ist ab die Lohe, da sind wir von vorne gekommen. Oder sind wir von oben gekommen. Sind dann einfach wieder runter. Was machen Vögel und Enten hier? Komisch. Dann waren wir hier. Wir gingen wahrscheinlich hier nach oben und dann irgendwo anders. Oder kamen wir von hier?
Ja, das kann sein. Da ist noch eine Festung. Nein. So, ey, nicht backen. Dann gehen wir hier entlang. So. Ja, das war hier. Genau. Dann gehen wir mal hier entlang. Ah, ne, Truhe. Ich habe ich gesucht. Yes. Krass. Genau. Die Gold-Ding da haben wir nicht. Diamanten und ein Sattel. Hey, prima. Das geht besser, als ich gedacht habe. Also, kommen wir hier irgendwie runter? Dann gehen wir kurz runter. Ah, da ist gar nichts. Nö. Okay. So, Dele. Ja. Noch eine Truhe. Schön. Guter Abschluss von diesem Part. Ja, im nächsten Part machen wir hier weiter. Und dann kommt danach bald eine Baufolge. Ja, danke schön fürs Schauen und tschüss.